Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge mit dem Alter. Bram, Chris, nee, Christian ist gar nicht da, mit Bram, Sebastian, Jonathan und Peter. Wo ist Jay? Da. Ich kam nicht wieder hoch. Heute machen wir die Foto-Challenge. Die hatten wir schon längst vorbereitet. Ist sogar gar nicht so unähnlich der Schnitzeljagd, aber schon ein bisschen anders. Wir starten alle wieder bei Mount Chiliad. Sich abschießen ist erlaubt. Sich gegenseitig auf den Sack gehen und den anderen irgendwie Zeit klauen ist alles erlaubt. Es ist so, dass wir jetzt alle 6 Fotos vorbereitet bekommen haben. Wir haben die Challenge schon mal gemacht, wir wandeln die aber ab. Und diese Fotos dürfen wir nacheinander durchgehen und müssen dann herausfinden, wo das ist, anhand der Fotos. Mhm. Und okay. Ansonsten keine Helis sind erlaubt, man darf keine eigenen Autos rufen. Was muss keine ich noch Flugzeuge sagen? Insgesamt. Nee, oder? Genau, man bleibt auf dem Boden. Keine Flugzeuge, keine Helis, nichts sowas irgendwie in die Richtung. Muss Peter mal nicht abheben. Darf man hier mit dem Fallschirm runterspringen? Ja. Okay. Stimmt, das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Das sollte man dann schon sagen. Ich finde das schon in Ordnung, wenn man hier mit einem Fallschirm runterspringt. Ja. Ja, ist doch okay. Habe ich überhaupt einen? Ja. okay. Gibt sonst noch einer? Dann zählen wir sofort runter, muten uns und schauen uns das erste Foto an, würde ich sagen, oder? Machen wir. Dann geht es los in 3, 2... Habt ihr alle die Map aus? Ja. 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 Oder Fragen? Und auch Spielernamen aus. Ja. Ja, hab ich auch aus. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Was ist denn das erste Foto? Nice, Sepp. Ist klar. Oder das ist irgendwo in der Stadt. Erstmal rennen, erstmal zur Straße Bristols. Das sieht aus wie irgendwie am Hafen oder so. Ach du Scheiße. Bei Bristols. Wir probieren es einfach nochmal. Bitte lass mich diesmal einen Fallschirm haben. Nee. Warum nicht? Wieso? Ab den Berg runter. Einfach untersterben. Drauf geschissen. Oh, das ist aber hardcore belastend. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen den schnelleren, kürzeren Weg nehmen. Jawohl. Nice. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie in die Stadt. Und das ist, würde ich sagen... Also wir haben diesmal auch gesagt, du musst kein Foto machen oder so. Du musst nur quasi an dieser Location stehen, wo das Foto geschossen wurde. Komm, spring. Weiter, weiter, weiter. Komm, renn. Lassen wir die mal in Ruhe da fighten, ne? Bristols müsste irgendwo hier unten in der Gegend so sein. Wie startet man denn nochmal einen Fallschirm? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Okay, ich werde die nie zünden können. Wie zündet man so einen fucking Fallschirm denn nochmal, Mann? Was war denn die fucking Taste dafür? Ah, die killen sich alle noch gegenseitig. Sollt ihr mal machen. Ja, komm. Ja, das ruhig. Ja, ist okay. Spawn einfach weiter unten. Ja, los! Ja! Bristols. Wo ist Bristols? Oh Gott! Was tust du da? Alter, renn. Oh mein Gott, wie lange spielen wir schon GTA? Ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwo am Hafen. Aber ich bin mir echt unsicher. Oh Mann, ey. Leute, da ist ein Auto. Komm her. Du bist meine Rettung. Ja, komm raus. Wieso bist du nackt? Ich will ein schnelles Auto. Da, dich will ich. Bleib sofort, bleib ja stehen, du miese Kleine. Oh mein Gott. Okay, ich nehme stark an, dass das irgendwo da im Süden bei der, also nicht beim Flughafen, sondern weiter, auf, wenn du auf die Map guckst, rechts. Bristols. Sepp stirbt immer noch. Diesmal fahre ich nicht irgendwo links, Kacke. Sepp stirbt immer noch. Na
komm schon, wir brauchen jetzt ein gutes Auto. Könnte die Werft sein, wo wir auch mal Verstecken gespielt haben. Gib mein Auto. Okay, gib mir nicht das Auto. Ab geht er, der Peter. Gas, Gas, Gas. Exit only. Boah, ich arbeite tatsächlich ein bisschen mit den Schildern. Und der Mace Tower. Ja, ein Auto. Juhu. Gib mir ein Auto. Danke. Keiner runter. Hä, wieso sind die links nicht runtergeflogen? Das verstehe ich noch nicht. Das ist irgendwo bei diesen Pumpstationen. Aber wo ist das? Ist nicht die schnellste Karre? Oh mein Gott, ich häng fest. Nee! Nein, 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 jetzt holt er mich raus! Nee! Oh, ich habe mich festgefahren. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. Nee, jetzt nicht anrufen. Okay, wir nehmen einfach das nächste. Oh mein Gott, ist das so fail. Jetzt steckt doch auch ein, ey! Oh. Call the police. Oh mein Gott! Nee! Ich habe halt Sorge, dass das irgendwo anders ist. Dass das irgendwo im Norden ist. Irgendwas irgendwie bei der Chicken-Fabrik oder so. Ist gar nicht so leicht, dieses Bild zu interpretieren und währenddessen Full Speed auf dem Highway zu fahren. Ich will nicht zum Airport, ich will schon zum Hafen. Der Hafen ist weiter links, glaube ich. Shit, shit, shit. Moment, wir müssen hier rechts, glaube ich. Ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Höhe. Ah, fast. Genau, hier lang, glaube ich, noch. Und genau, die Brücke. Die ist die, die ich gesucht habe. So, wo war das jetzt? War das hier rechts? Kommst du auf einen Kran? Boah, das ist aber schon nicht leicht, ey. Hä, wo pumpen die denn nochmal, Mann? Okay, lass mal kurz überlegen. Wo könnte das stehen? Wo gibt's solche Pumpdinger? Vor allem auch noch einen Kran. Das macht doch nur Sinn in der Nähe von einem Hafen eigentlich. Das ist doch nicht am Hafen, oder? Oder ist das doch am Hafen? Scheiße, Mann. Wo bin ich denn? Dino Diner? Wie lost bin ich, Mann? Oh, scheiße, Mann, ey. Das ist doch nicht an einem Hafen, Mann. Obwohl da ein Kran ist. Ist das jetzt am Hafen? Ist das nicht hier irgendwo? Vielleicht kann man auch mal Ausschau halten nach dieser Whistles. Vielleicht sieht man das ja irgendwo. Also zumindest kommt das hier hin. Also hier sind die Palmen. Industriegebiet. Hafen. Palmen. Palmen. Bristols. Okay, wir sind nicht falsch. Hier die Straße sehe ich aber nicht. Hier sind Auflieger, aber das, wir sind hier irgendwo anders. Das ist nicht die richtige Perspektive. Da steht Bristols. Aber das ist nicht das gleiche Schild. Ist das Problem. Die Frage ist, liegt das noch hier hinter? Wo ist das richtige Schild? Nee. Bristols. Das ist schon mal richtig. Aber das ist nicht der Ort mit den Tanklastwagen und so. Noch nicht zumindest. Wir haben da die Palmen. Was ist das im Norden? Ich fahre einfach mal den ganzen Norden entlang. Ich bin wirklich lost. Es ist halt bitter, wenn du halt gerade einfach auf dem Schlauch stehst da. Überleg, wo diese Straße halt auch ist. Da steht halt 10. Das könnte halt auch Hafengebiet sein. Aber irgendwie ist... Das sieht nicht nach Hafen aus. Aber die Nacht macht es aber auch nicht einfacher, ey. Ich will den TT, den er 8 haben. Der Kran macht mich wirklich fertig. Jetzt haben wir einmal die ganze Welt umreist hier in GTA. Mega geil. Hier gibt's überall Palmen. Scheiße, Mann. Händen sind auf jeden Fall... Alter, wo bin ich denn hier jetzt? Meine Fresse, jetzt bin ich in der Grove Street angekommen, ey. War das hier irgendwo? Ja, hier sind so Tankdinger. Okay, hier sind auch die Ölfelder. Ist das hier irgendwo? Also hier ist zumindest so ein Ölfeld. Und das sind ja Tanklaster da vorne alles. Okay, ich fahr mal hier über die Brücke, auch wenn ich... Da, Cypress, genau. Aber das ist es halt nicht. Ach, kommt, Leute, fickt euch. Lasst mich in Ruhe. Das sind auf jeden Fall diese Kräne, die auf dem Bild sind. Diese kleineren.
Und da sind auch so Rohre. Ich sehe dieses Werbeplakat nirgendwo. Ah! Guck mal, ein Stunt. Oh oh. Da. Ja! Hier ist es. Genau hier ist es. Da steht Bristols, die drei Auflieger, der weiße Ding im Hintergrund, der Kran. Ungefähr die Perspektive. Wir haben es. Wir haben es. Mega gut. Ich sollte mich verziehen, bevor er mich gleich jemand sieht. Punkt 1 haben wir. Hier dann rechts. Über die kleine Brücke drüber. Und wo sind jetzt die Kräne? Da sind die Kräne. Da ist Bristols. Jo, hier ist das Zehnerzeichen. Er steht genau hier. Da ist die Schlange, da ist das Bristol-Zeichen, da ist die Leuchte. Check. Bild 2. Jetzt bin ich da im Flughafen, ey. Oh, ist das eine Odyssee, ey. Oh, ich kotze, Mann. Oh, hier ist mein Punkt, Digga. Okay, wo ist das Ding? Ich bin bei Bristols. Wo ist das Gebäude? Wo ist das Gebäude? Das muss hier irgendwo sein, verfickte Scheiße. Wo sind die orangenen Anhänger? Mann, ey! Da steht Bristols! Da! Da, 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 da! Können wir hier vorne über die Planke runter? Komm, wir versuchen's. Komm, wir müssen hier runterkommen, Mann, ey! Okay, dann müsste hier vorne rechts dann sein. Warte mal, dann müssen wir hier raus. Ne, wir machen jetzt nicht den Monster-Jump. Ne, wir wollen jetzt nicht hier sterben. Welcome to Port. Sonst hier stand doch gerade dieses Bristols, stand doch gerade riesengroß hier. Da, Bristols. Und da sind die. Hier ist es! Ja! Und hier ist die 10! Ja! Hier ist der Spot! Da! Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Wir waren am Hafen. Okay, okay, okay. Das ist doch nicht so tief versteckt, als ob Sven so einen Dick-Move macht. Oh mein Gott, jetzt fall ich wieder aus fucking Hafengebiet raus, Mann. Darf ich das doch nicht? Halt die Fresse! Boah, ich verzweifle dir, ey. Ja, vielleicht gibt's halt noch woanders Bristol. Alter, wo bin ich denn jetzt? Fahr ich jetzt wieder komplett aus dem Hafengebiet raus? Alter, das darf nicht wahr sein. Oh Mann, fick dich einfach, GTA! Gib mir eine neue Karre. Nimm mal Porsche, vielleicht habe ich da mehr Glück. Mann, das muss doch hier irgendwo in diesem Hafengebietbereich sein. Mann, bleib doch nicht überall hängen, ey! Das kann nicht wahr sein, Mann. Das muss hier unten irgendwo in diesem Hurenhafen sein. Oh, Bristol, Bristol, Bristol. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Ja! Ja! Ich hab die erste Challenge. Bild 2. Oh, Alter, wo ist das denn? Willst du mich verarschen, Alter? Die nächste ist ja genau so behindert. Das ist ein U-Bahn-Tunnel. Was? Wo ist das denn? Das ist eine Autobahn und der Kanal. Ist das der Kanal? Das ist doch der Damm, den man im Hintergrund sieht, oder? Das ist der Damm. Okay, wir müssen dem Zug hinterherfahren. Dann finden wir das.
Zug auf jeden Fall. Und hier vorne links oder so war doch irgendwo Zug. Alter, willst du mich verarschen, Sven? Bitte, bitte such noch schwerere Sachen raus. Dann müsste der Kanal sein. Warte mal. Eigentlich da, hier ist die Eisenbahnschiene. Oh, awesome. Okay, wie kann ich den scheiß Zug hinterherfahren? Fuck. Der ist ja irgendwie untertunnelt. Richtung Damm. Boah, ich habe keine Ahnung, wo der Zug hin ist. Ich glaube, für den Damm muss ich weiter rechts fahren. Fuck, wo war der nochmal, der scheiß Damm? War der weiter rechts? Ich glaube, ich fahre einen Berg hoch. Da ist ein Zug auf jeden Fall auch. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der richtige. Wo war der scheiß Damm? Der war doch da oben irgendwo, oder? Ist das überhaupt der Damm? So ein grüner Container. Ja, wir fahren mal durch den Tunnel. Könnte die richtige Richtung sein. Nee, das ist nicht der richtige grüne Container. Man muss doch diese komische Brücke im Hintergrund dann sehen. Kommt das vielleicht jetzt gleich nach der Rechtskurve? Kommt davon in der Rechtskurve? Ne, das noch nicht. Und Züge fahren. Und Richtung Berg. Aber Alto. Also, das ist ja. Also irgendwo ein Tunnel. Keine Ahnung, wo Tunnel hier sind. Da ist alles zugewachsen. Als ob hier irgendwo ein richtiger Ort wäre. Oh, das ist aber nicht die Eisenbahnschiene. Kacke, wo bin ich denn jetzt? Bin ich völlig verfranst. Okay, ist ein fucking Staudamm. Also da geht die Autobahn weiter. Ist das Autobahnkreuz? Ich glaube, das ist aber noch ein Stückchen außerhalb. Also hier vorne, da ist die Eisenbahnschiene. Da versuche ich gleich mal drauf zu kommen. Oh mein Gott, was ist hier denn alles los? Nee, Leute, mach mal keinen Stress hier. Also diese Strommasten sind natürlich auch recht gut als Anhaltspunkt. Aber die sehen wahrscheinlich überall gleich aus. Wow. Sehen wahrscheinlich überall gleich aus, wa? Ich muss hier rechts hoch. Vielleicht hätte ich eher dem Wasserkanal folgen sollen. Das ist hier alles belastend. Frage ist, wo war der Wasserkanal? Scheiß. Irgendwann müssen wir ihn ja sehen, wenn wir einmal quer durch die Stadt fahren. Das ist doch so ein Wasserkanal, oder? Es sieht so aus. Dieser Abfluss, ich nenne das bestimmt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Hier. Da! Das ist das Bild. Check. Mann, das sind auch diese großen Dinger, ne? Das ist hier irgendwo. Ist denn im Hintergrund der Los Santos hier Fluss quasi? Das Flussbett, das ausgetrocknete? Ich glaube schon, oder? So, wo ist das ausgetrocknete Ding? Hier. Ah. Oh fuck. Ja komm, dann fahren wir doch einfach in diesen. In dem See herum. Na, ja, fick dich mal einfach hier, ey. Willst du mich verarschen oder was? Piss dich, Alter. So, irgendwo. Wo irgendwas Rostiges drüber ist. Und zwischen irgendwelchen Bergen. Oh, das könnte hier gut sein. Sven, ist das dein fucking Ernst? Das ist richtig, richtig schwierig. Okay, nicht so schwierig wie das Bristol-Ding. Aber hier ist es. Okay, die Eisenbahnlinie geht da direkt dran vorbei. Das ist auch so, was sind das? Ölpipelines? Ich weiß es gerade nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier das Stück entlang. Dann müsste das ja eigentlich irgendwann irgendwo hier sehen. Ist das aus der anderen Richtung aufgenommen? Muss ich jetzt rechts oder links? Oh, da hinten sind so. Da hinten ist so ein Kraftwerk. Vielleicht sind das die Dingens von denen, die man da sieht.
Im Hintergrund sieht man auch noch Palmen auf den Hügeln. Also das kann eigentlich hier nicht mehr sein. Hier sind keine Palmen mehr. Okay, wir fahren einfach mal durch den Tunnel. Oh, das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus hier. Das ist hier vorne. Yes! Okay, wir sind da. Zwei haben wir auch geschafft. Okay, boah, wären wir mal in die andere Richtung gefahren. Mann! Genau für die falsche Richtung entschieden. Kann ich nicht durchfahren. Aber das ist nicht das, was ich aus der Ferne sehe, oder? Kommt eine Brücke mit drei Streben. Die Brücke hat vier Streben. Weil die hat auch vier Streben. Aber das ist ja keine richtige Brücke, die ich da sehe, sondern da werden, glaube ich, Leitungen drüber gelegt. Das sind rote Leitungen, die da drüber gelegt werden. Oh. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Feines? Na, was haben wir denn hier? Das ist der Ort. Exakt, das ist der Ort. Oh mein Gott, ist das awesome. Okay, na, haben wir geschafft. Alter, dritte Bild, leck mich doch an, Cojones. Das ist in der Stadt wieder. Du siehst dieses riesen Hochhaus im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall eine große Straße. Erstmal müssen wir hier wieder rauskommen. Wir müssen irgendwie wieder in die Stadt. Wo ist das? Da komme ich durchfahren, oder? Ja. Scheiße. Okay, drei. Mensch. Ja, mega. Eine rote Bahn. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich meine, das ist zumindest schon mal ein recht markantes Hochhaus. Da kann man schon mal nichts sagen. Breite Straße. Könnte auch im Westen der Stadt sein. Das hat so ein Mittelding, das Hochhaus. Das hat so ein Ding, was in der Mitte so hoch geht. Es ist auf jeden Fall bergig. Also müsste das auf der Straße hier sein. Oh nee. Deswegen siehst du das Haus nicht, weil das links ist. Da vorne ist der Rote. Hier, der Rote. Der Rote, das ist es. Das ist es, genau, das ist es. Sieht aus wie ein bisschen Richtung Winewood. Das Hochhaus. Das ist nicht in Winewood, würde ich schon sagen. Das könnte das Haus gut sein, ja. Da ist der Zug. Da ist der Zug, da ist das Haus. Das ist der Ort. Check. Er ist aber in der Innenstadt. Als wäre natürlich Fliegen einfach. Aber das ist ja verboten. Alter, ich bin wirklich komplett verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hundertprozentig sind. Das ist richtig krass. Da! Nice. Nummer 3. Das ist irgendwo in Hollywood? Oder wo ist das? Von der Villa sieht das aus, als wenn das in Hollywood wäre. Aber wir können jetzt hier wieder auf die Straße. Da ist die Straße. Da ist es! Da ist das Haus! Da ist das Haus! Okay, da ist dieses Hochhaus. Okay. Das ist das Hochhaus. Sehr gut. Das haben wir schon mal gefunden. Okay, wo ist dieser? Das müsste hier doch die Straße sein. Da ist der Zug! Da genau vor mir, weißt du? Oh mein Gott! Wo zum Fick ist das? Foto 4. Bild 4. Arrival Arc. Wo ist der Tentzweck? Oh Mann, ey, du nimmst aber auch echt die einfachsten Orte. Vor allem mit so viel Anhaltspunkten. Wo zum Fick ist das? Du siehst den Berg im Hintergrund. Du siehst einen Berg im Hintergrund. Da könnte jeder scheiß Berg sein, Alter. Verpisst euch! Ich suche Animal Ark. Was ist denn hier so viel Stau? Wo ist das denn, ey? Wir sagen tendenziell ein bisschen im Norden aufgrund der Vegetation. Aber wo da? Das ist richtig schwierig. Aber wir müssen jetzt erstmal in die Wüste, weil das ist, glaube ich, in der Wüste. Wo könnte das Ding sein? Die Animal Ark.
mein Gott, das werde ich doch niemals finden. Das ist doch irgendwo in der Wüste. Hä, wo ist denn dieser Petladen? Oh mein Gott. Also das ohne Hubschrauber zu finden, ist ja ein Graus. Man sieht keine Industrie im Hintergrund. Man sieht gar nichts im Hintergrund. Man sieht nichts im Hintergrund. Das ist irgendwo, das sieht aus wie vom Highway irgend so eine Haltestelle oder so. Ich gehe einfach mal die Stadt hier ab. Die Stadt hier im Norden. Ich hatte gehofft, das ist hier... YouTube. Scheiße, bin ich an der Stadt schon vorbei. Ja, hier sind wir auch schon zu nah an dem Berg. Oh, warte mal, hier ist doch die Stadt. Das sagt mir gar nichts. Oh shit, Alter. Okay, eher rechts bei dem Seedorf. Tendenziell eher da. Wo könnte diese geile Animal Ark sein? Weil das halt tatsächlich eher so aussieht wie an einer größeren Straße. Weil, warum sollte so ein großes Teil, warum sollte so ein großer Laden irgendwo im Nichts sein? Wo könnte der Scheiß sein? Okay, das ist safe in der Wüste. Das heißt, wir müssen jetzt auch safe in die Wüste fahren. Warte mal, wo ging's denn hier hoch? Keine Ahnung, wo dieser Petladen ist, ey. Der kann aber auch überall sein. Bin mal also echt gespannt, ob alle Leute alles finden. Also, kann mir kaum vorstellen. Oh, das sieht gut aus. Das da vorne sieht gut aus. Leute, nee, nicht überschlagen mit der geilen Karre hier. Ja, das sieht so gut aus. Das ist da vorne, yo. Oh mein Gott, das hätte ich ja niemals für wahr gehalten, dass ich hier das finde. Oh mein Gott. Wie awesome. Auf Anhieb gefunden hier die Kacke. Hier. Da. Oh, warte mal. Vielleicht haben wir Glück. Nee. Das hätte hier perfekt gepasst. National Park, Mama. Ich bin einfach getriggert, wenn ich ein rotes Schild sehe. Das ist auf jeden Fall eher das Gebiet hier. Wo? Da vorne, da mit dem blauen Schild? Das sieht gut aus! Das ist it safe. Nice. Bild 5. Okay, läuft. Also vom Prinzip her würde ich eher hier rechts tippen. Also im Osten. Weil da kannst du dann im Hintergrund vielleicht das Bild sehen. Mann ey, wir sind so gut vorangekommen. Nach dem Bristol-Scheiß. Man sieht auf jeden Fall da die Wüstenpflanze rechts. Diese Streu, diesen Strauch. Würde mich nicht mal wundern, wenn das einfach ihr... Oh mein Gott, da hinten ist es. Alter, was ein Glücksshot. Die Animal-Arche. Juhu. Das heißt doch Animal Ark und nicht Animal Park. Ich meine, von diesen ganzen Schildern hier und so, ich finde, ich bin auf der richtigen Spur, aber ich habe es halt noch nicht perfekt gefunden. Oder ist halt noch weiter im Norden. Ich fahre nochmal in die Richtung einmal durch. Scheiße, ey. Ich könnte am Flughafen noch einmal gucken, aber ich glaube, da ist halt sowas nicht. Ich sehe da keine Schilder so wirklich auf die Schnelle. Da ist ein Schild, ja. Okay, aber da zeige ich in die falsche Richtung leider. Wobei im Norden wird es auch schon wieder grüner. Ja, also diese kleine Vorstadt, aber das sieht halt, oder dieses Dorf, aber das sieht halt überhaupt nicht richtig aus, ehrlich gesagt. Scheiße. Ich finde, rechts abgeschnitten sieht halt auch so aus wie so eine Wüstenpflanze. Ich überlege halt einmal hier nochmal entlang zu fahren. Und dann im Zweifel nochmal nach Norden zu fahren, um dazwischen halt einfach abzuchecken. Oder ich überspringe einfach. Vielleicht ist es auch näher an der Stadt dran. Aber hier hätten wir jetzt auch nicht diesen Berg links im Hintergrund. Das passt hier nicht so wirklich hin. Ne, keine Ahnung. Ich muss überspringen. Ich weiß es nicht, wo es ist. Damn it. Belastend. Nächstes Bild. Hill City Church?
Wo ist die denn? Hillchurch. Könnte die auch hier auf diesem Übergang irgendwo stehen? Hillchurch. Alter Sven, das ist nicht dein scheiß Ernst. 555. Was ist das denn? Hillchurch, nein! Wo zum Fick ist das denn? Hier ist eine Kirche. Hill Valley Church. What the fuck? Was ist das denn für eine Verarsche? Ja, das sieht nicht aus wie eine Kirche. Die Hill Church. Können wir mal den... Ja, das bringt nichts, da den Berg hochzufahren. Ja, doch. Wo geht die Sonne hier auf? Wenn da Norden ist, im Osten geht die Sonne auf. Das heißt, so rum muss er dann geschossen haben, glaube ich. Hill. Irgendwo in den Bergen. Man sieht halt auch den Kiefer. Die Kiefer. Den eher links sagen. Das ist auch wieder jetzt so ein Luckshot einfach. Keine Ahnung. Oh mein Gott, wo ist die denn? Ach komm, ey. Okay, es sind Nadelbäume da. Ja, cool. Also das kann ja überall nur nicht hier sein. Ist denn da im Norden noch was? Hä? Pass auf. Das ist nicht exakt die gleiche, aber die ist super nah dran. Holy shit. Alter, es gibt, glaube ich, auch keine andere Seite, worum es richtig ist. Das ist doch einfach nur ein Scherz. Also, das muss ja mit einer Straße vernünftig verbunden sein. Ansonsten macht das, wird das ja keinen Sinn machen. Da ist eher so, genau, da ist die Dammgeschichte. Wir gehen da hoch. Wir fahren da jetzt hoch. Ach, komm schon, Baby. Dann fahren wir kurz noch mehr da zurück. Danke. So, wir haben auf jeden Fall das da hinten. Was ist das? Das sind Autos. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott, tut nicht. Nicht kaputt gehen. Bristol war sogar noch einfach, weil du da wenigstens Ansatzpunkte hattest, die mich halt nur blöderweise verwirrt haben, weil ich ein Idiot bin. Fahren wir mal den Berg hoch und gucken mal, ob wir irgendwo was sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt hier einfach oben auf dem Berg ist, so ganz zufällig, wo wir noch nie waren. Oh mein Gott. Ist sie da? Sheesh! Das ist doch eine Church. Das ist der beste Anhaltspunkt, den wir haben. Oh Leute! Das findet doch keiner! Also ich kann mir nur vorstellen... Nee, das ist aber auch nicht hier auf dem Berg, oder? Ich probier's, Leute. Ich probier's. Also ich will jetzt nicht hier einfach aufgeben, aber... WTF. Wo soll die denn sein? Ja, auf dem Berg, ey. Pff. Bleib mal stehen, Mann! Mongo! Ah! Wetten, das ist irgend so ein kleiner Kackhügel, wo das ist. Hier, das wäre cool gewesen. Dieses Atrium. Das hätte ich mal gewusst. Ah! Okay, wo könnte die noch sein? Wir wissen, wo man hinkommt, wenn man den Weg folgt. Ach, zu so einem Aussichtspunkt. Okay. Lecco mio, Alter. Das ist einfach richtig hardcore belastend. Muss jetzt... Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich müsste blind suchen. Ich will... Müsste einfach rumfahren und hoffen, irgendwo eine fucking Kirche zu finden. Das werde ich ja im Leben niemals schaffen. So, hier ist eher so massiv gebaut. Das Ding ist ein Bretterverschlag. Doch in die andere Richtung? Hola. Alter, Hillchurch ist... So, von der Vegetation her würde ich sagen, passt das hier einigermaßen. Da ist dann wieder zu wenig, nicht grün genug. Ja, da muss sagen, lass mich nicht hängen, du kommst da hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das auf keinen Fall, da ist die Church nicht mit dabei. Ist sie das? Ich hab's in den Augen verlieren. Und, wo war sie jetzt? Da. Wo war sie denn jetzt? Da, ist sie das? Könnte sein, das könnte sein. Könnte sein, könnte sein. Ja! Hill Valley Church, Los Santos. Und er steht... So. Oh, Gott sei Dank, Alter.
Foto 6. Niemals sein Ziel aus den Augen verlieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Hoffentlich werde ich einfach nur nicht letzter. Aber dann war halt auf jeden Fall meine Dummheit im ersten Teil. Danach habe ich sie ja relativ gut gefunden. Ja, Rally Hill Church, das ist sie. Oh, was ein Glück. Und die 6. Last one. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Vielleicht habe ich noch eine Chance. Ist das da, wo Christian... Oh mein Gott, war das da... Ist das... Mama, bin ich denn jetzt hier? Ist das da hinten, diese Kirche? Oh mein Gott. Da haben wir doch eine GTA-Challenge mal zu Ende gebracht. Warte mal. Oh, ich bin mir... Da dämmert mir was. Komm, hier ist doch... Hier ist... Das sieht aus wie eine Kirche. Oh mein Gott. Als ob ich... Nee, nee, nee. Das ist nicht die Kirche. Nein. Oh mein Gott, das ist die Kirche. Als ob ich die gefunden habe. What? Wenn Valley Hill gibt einem ja zumindest den Anhaltspunkt, dass es vielleicht einfach auf der anderen Seite dieses Stadtgebiets ist. Oder irgendwo in diesem Stadtgebiet. Lake Winewood Estates. Da wird es wohl nicht dabei sein. Okay, hier haben wir doch eine ganz gute Aussicht. Die eine Kirche war da hinten irgendwo. Das sieht alles nicht so gut aus. Ich werde es nicht finden. Ach Gott, nervt mich das. Okay, letztes Foto. Okay. Da habe ich zumindest einen Anhaltspunkt. Ich sehe nämlich den Leuchtturm und weiß, wo der ist. Ich meine, der Leuchtturm war auf der westlichen Seite. Ein Leuchtturm. Der Leuchtturm muss an der Küste stehen. Okay, letztes Ding. Letztes Ding. Ein Haus am Meer mit einem kleinen Leuchtturm. Oh mein Gott, wo ist das denn? Mit einem kleinen Leuchtturm? Sven, ey, bitte. Schwerer ging nicht, oder? Fahren wir hier wieder an der Fake-Kirche vorbei. Ah! Könnte auch sein, dass es einen Leuchtturm auf der östlichen Seite gibt und dass der ist. Wenn ich jetzt hier gleich diese Kirche oder diesen anderen Scheiß sehe, werde ich sauer. Wenn ein Leuchtturm ist, muss es an der Küste sein. Das Worst-Case-Szenario ist jetzt einmal, um dieses Ding rumzufahren, bis man einen Leuchtturm findet. Wir brauchen einen Leuchtturm. Aber wie gesagt, von den Strommasten her würde ich sagen, eher deutlich noch im Norden, weil da nur eine Sache ist. Aber das muss nicht. Deswegen, wir fahren hier schon schön die Küste lang. Wir gucken uns die Sachen an. Kostet zwar länger Zeit, aber... Das ist halt bockschwer, Mann. Das ist meiner Meinung nach echt zu schwierig gewesen, diese Challenge. Obwohl wir halt alle gefunden haben, aber... Also bei dem Bristol-Ding war ich schon wirklich tiltet. Jetzt sollte man irgendwie so ein Mittelding finden, aber was ist halt ein Mittelding, ne? Woher soll Sven wissen, wo wir was, wovon wir Bescheid wissen und wovon nicht? Ich habe aber auch echt Pech mit dem Fliegen hier, ey. Ich muss hier irgendwie über diesen Berg hoch. Alter! Oh man, ey. So. Oh mein Gott, hier ist noch gar nicht der... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ich fahre jetzt einfach mal zum Meer. So rein vom Setting könnte das eher im Norden sein. Vom Stil ist das halt eher wirklich oben. Ne, das ist einfach nur so ein Pier. Und hier vorne ist gar nichts. Okay, fahren wir wieder auf die Straße runter. Okay, aber genau so was meine ich. Dann fährst du hier nämlich an der Straße entlang und dann übersiehst du da unten dieses Haus am Pier. Und wenn das dann das gesuchte Haus ist, es wäre halt Fail. Ne? Sind schon einmal rum. Doch, da ist der Tunnel. Oh mein Gott, wir sind schon zu weit. Das ist aber nicht das Haus. Warte mal. Waren wir nicht mal bei einer Challenge? Da, hier. Hier, bei einer Challenge, wo wir nur links abbiegen durften. Waren wir doch mal an so einem Haus. War da nicht ein Haus? Da ist es. LOL. Oh mein Gott, da ist es. Nee, es ist wirklich hier, wo wir die Challenge hatten. Oh mein fucking Gott. Jawohl! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie geil! Oh gut, dass der Leuchtturm auch noch leuchtet. Weil wir sind nämlich damals da hinten hingefahren. Ich dachte nämlich, da hinten wäre das. Scheiße, auf dem Berg war gar kein Leuchtturm.
Gibt's hier keinen Leuchtturm auf der Seite? Scheiße. Aber ich weiß, dass wir schon mal, ich glaube, mich erinnern zu können, wie wir zu einem anderen Leuchtturm gefahren sind. Oder zu dem leichten Leuchtturm gefahren sind und das war doch eher auf der anderen Seite. Dammit! Das war irgendwo gleich links. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Ich glaube, hier war das ehrlich gesagt noch nicht, aber ich fahre einfach mal. Da! Ja, okay, hier geht's zum Leuchtturm. Das ist richtig. Da ist der Leuchtturm. Oh, shit! Da links gucke ich auf jeden Fall sofort auf diesen Vorsprung. So, rein von der Optik her würde ich sagen, passt das hier langsam besser. Die alle am Fluchen sind, die Leute. Da ist ein Leuchtturm! Nee, da ist der da ist ein Leuchtturm. Oh, komm schon, ich muss näher ran. Ist das Haus? Das ist das Haus, oder? Das heißt... Ja, oh, das ist das Haus. Das heißt, du stehst... Moment, wie stehst du? Da ist es! Geil! Endlich kann ich pissen gehen! Alter Vater, dieser Hurenleuchtturm mit diesem Hurenhaus! Ich sehe leider nirgendwo einen verfickten Leuchtturm. Ich würde eher ihn hier unten einschätzen. Alter. Also wenn ich hier, wenn der Leuchtturm nicht hier in der Nähe ist, dann bin ich gefickt des Todes. Ich sehe da keinen Leuchtturm. Mich würde mal gerne ein Tracking sehen, wo ich so lang gefahren bin und so von Anfang bis Ende. Das ist wirklich eine Tortur. Diese Challenge, ey. Also, oder? Es ist wirklich mal... Oh, ist der Wagen halt wirklich noch lebt? Das ist wirklich erstaunlich. Mann, zur Hölle, wo bin ich denn? Ich finde diesen Leuchtturm einfach nicht. Der ist irgendwo im Osten, glaube ich. Ah! Jetzt bin ich explodiert. Holy shit, hab ich mich erschrocken. Ah, wo ist dieser Hurenleuchtturm, ey? Das wird noch ewig dauern. Da ist er. Gut Ding will Weile haben. Da ist das Haus, da ist der Leuchtturm. Da ist ein Toter. Nee, ein Auto. Ja, ich bin nicht Letzter. Also ich bin zeitlich gesehen Letzter, aber ich bin nicht Letzter, wenn ich das richtig höre. Yes. Sehr gut, wir sind alle wieder zusammen. Ich glaube, ich bin Letzter, denn ich musste sogar bei zwei Sachen aufgeben. Oh. Warum hast du denn... Das ist aber schwach, Peter. Schwacher Geist. Bei Animal Ark... Ja, ich wollte das eigentlich nicht so lange in die Länge ziehen, aber gut. Animal Ark und... die Kirche. Ich habe eine Kirche gefunden, auch die Hill Valley Church, aber die hat auch die gleichen Texturen benutzt, aber war trotzdem eine andere auf der Map. Also die gibt es wohl mehrfach. Was? Oh, what? Warte mal, da muss ich mal eben gucken, ob ich an der richtigen war. Okay, ja, die hat Ahnung, halt, wo die Map war. Die hat zwei, die ich gefunden habe, die hat ein Fenster anders. Also man konnte den Unterschied schon erkennen, aber ansonsten war es nahezu die gleiche Kirche. Okay. Also das war falsch. Ist die da auch in der Nähe? Nee, die ist beim, die ich gefunden habe, ist beim, hier, Golfplatz. Ah, okay. Ah, das ist eine ganz andere. Okay. Ich dachte gerade, vielleicht war ich auch bei der falschen. Die beiden Sachen habe ich da nicht. Deswegen. Oh. Ja. Sad. Okay, wie sieht's bei euch aus? Alles. Ja, alles. Alles, ja. Na gut, dann bin ich drin da. Aber das war mega lucky teilweise, dieses Animal Ark. Ich bin einfach in die Wüste gefahren und auf einmal ist das da vor mir. Also so mega random. Das war schon irgendwie ganz okay. Ja, die Kirche hat mich halt getötet. Weil ich die also war meine, so scheiße. Von der Stunde Aufnahme habe ich bestimmt 30 oder 35 Minuten Kirche suchen. Okay. Ach krass, dann warst du ja bei den anderen Sachen halt gut dabei. Ja, mega. Ich war bei Animal Ark war ich gefühlt nach, also ich weiß, ich habe mich genau auf den Timer geguckt, aber nach 10 Minuten oder so war ich schon bei Animal Ark und dachte mir so, Alter Junge, wenn das läuft, wird das ja voll die kurze Folge, habe ich sogar noch gesagt irgendwo. Fand die Bilder manche also wirklich schwierig, weil diese Church, du hast nicht einen Ansatzpunkt gehabt, wirklich, wo die sein könnte. Ja, die Bäume. Die Farbe der Äste der Bäume. Ja,
Oder die bei Bäume. Der Animal Ark. Okay, da wusste ich ja irgendwo in der Wüste, aber... Ja, genau. Alter, du konntest dich, du, bei dem Zoo konntest du dich zum Beispiel an diesem Los Angeles Fluss... und an den Palmen. Achso, da... Orientieren. Ja. Oder bei dem roten Zoo konntest du dich an dem Hochhaus orientieren. Das ist ja cool. Ja. Aber so kleinteilig. Keine Ahnung, hätte auch hier so einen Kürbis fotografieren können. Weißt du, so... Also ich fand auch, die Kirche war mit am schwersten. Also das war... Ja, Kirche und Animal Ark, da haben mir auch die Sachen gefehlt, woran ich mich orientieren kann. Da bin ich dann einfach ratlos durch die Gegend gefahren, irgendwo in der Wüste. Hab sie nach 10 Minuten nicht gefunden. Das einzige blaue Schild in der ganzen Wüste von Animal Ark. Ja. Na, da hatte ich ein bisschen Glück im Main. Na, cool. Ja, definitiv. Ja. Also herzlichen Glückwunsch an Sebastian, den alten Gewinner. Dankeschön. Und wir sehen uns bei der nächsten GTA Online Challenge wieder. Nächste Woche. Bis dahin, haut rein. Tschüss.